die aber auch deutsche Verbraucher betreffen könnte. Die Staatsanwaltschaft in Turin ermittelt gegen gleich 7 Produzenten von Olivenöl. Was man ihnen vorwirft, kann man wohl getrost als Etikettenschwindel bezeichnen. Sie versprachen extra natives Olivenöl, also besonders hochwertiges, in den Flaschen aber war gepanschte, mindere Qualität.
sagt, das ist das Beste. Das Beste? Doch was anderes gibt es gar nicht. Wie geht das? In der Nähe von Bremen trifft Jan Boris einen Kenner der Branche. Konrad Böhlicke beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Olivenöl und dessen Qualität. Ich war mal im Supermarkt einkaufen und wundere mich etwas. Es gibt nur extra natives Olivenöl. Egal welches man nimmt, im Supermarkt gibt es nichts anderes. Wie kann das sein? Das kann natürlich nicht sein. Natives Olivenextra wird in der europäischen Olivenölverordnung als das Beste definiert. Das ist quasi die Auslese. Und das ist in der Natur natürlich immer nur der kleine Pups oben auf der Pyramide. Es ist so das Beste, was möglich ist. Und wenn alles das Beste ist, dann stimmt was nicht. Man muss davon ausgehen, dass dem großer Teil der Olivenöle, die nativ extra genannt werden, eigentlich nur Olivenöl oder native Olivenöle sind, die einfach falsch deklariert sind. Aber wenn Sie sagen falsch deklariert, dann ist es nicht legal. Das ist quasi legal, weil die Grenzwerte für diese Kategorien so niedrig angesetzt sind, insbesondere für natives Olivenöl extra, dass ein Lebensmitteltechnologe keine großen Schwierigkeiten hat, diese Normen alle zu erfüllen, indem man das Olivenöl entsprechend designt. Es klingt unglaublich. Steckt in vielen Olivenölen also gar nicht die versprochene Spitzenqualität? Für Olivenöl gelten EU-weite Qualitätskriterien. Nativ extra ist die höchste Güteklasse. Das Öl muss naturbelassen und absolut fehlerfrei sein, in Geruch und Geschmack. Ist das so? Christian Gerz hat ein eigenes Verfahren entwickelt, mit dem er genau analysieren kann, ob ein Öl nativ extra ist oder nur ein billiges Gemisch. Wir sind gespannt, was er über unsere Öle herausfindet. Gleich bei 4 Ölen stellt er fest, Bad Quality. Schlechte Qualität. Seiner Meinung nach keine Qualitätsprodukte. Weil sie aber die EU-Grenzwerte einhalten, dürfen sie als extra nativ bezeichnet werden. Rein rechtlich also alles in Ordnung. Bei einigen Ölen hilft sogar die Analyse nicht weiter. Da hilft nur probieren. Ist eine schlechte Qualität, aber geht heutzutage gestandert immer noch als extra nativ durch. Woran liegt das? Die EU-Verordnung schreibt einen ganzen Katalog von Analyseverfahren vor. Und da haben sich die Spezialisten darauf eingestellt. Die nehmen das als Kochbuch und sagen, wir müssen nur drunter bleiben. Und das ist bei diesem Verfahren, was wir anwenden, nicht mehr möglich. 14 Olivenöle hat er untersucht. Nur 3 sind nach seinem eigenen Verfahren tatsächlich qualitativ hochwertig. Ist es tatsächlich so einfach möglich zu tricksen? Unser Reporter will's wissen und aus minderwertigem Öl ein angebliches Spitzenprodukt machen. In Spanien will er sich das passende Öl besorgen. Fast die Hälfte der weltweiten Olivenproduktion kommt von hier. Olivenbauer Josep Maria Malafré will Jan Boris bei seinem Experiment helfen. Die sind ganz schön bitter, weil sie noch grün sind. Ziemlich bitter, oder? Und das soll die Basis für ein Olivenöl sein? Genau. Daraus lässt sich das beste Olivenöl herstellen, erzählt er uns. Wenn du ein Topöl mit super Qualität willst, dann ist eine grüne, unreife Frucht besser als eine reife. Denn je reifer die Olive, desto flacher und milder ist das Öl. Das Problem ist, wenn die Oliven auf den Boden fallen, dann beginnen die Früchte zu faulen. Und wenn man daraus Olivenöl macht, dann hat man ein Lampantöl, das man erst raffinieren muss oder in chemischen Prozessen bearbeiten muss, um es wieder verzehren zu können. Minderwertiges Lampantöl. Früher wurde es als Brennstoff in Öllampen verwendet. Und sowas soll in Olivenöl bester Qualität stecken? Für extra natives Olivenöl müssen die Früchte gleich verarbeitet werden, dürfen nicht verletzt werden, sonst verderben sie. Das Ergebnis? Schlechtes Öl. Und das? Landet bei Josep Maria Malafré hier, im Abfalltank. Lampantöl. Es riecht ziemlich ranzig und hat viel zu viel freie Fettsäuren. Doch die lassen sich reduzieren.
in großen Raffinerien. So ein Öl besorgt er uns für unser Experiment. Drehen dürfen wir bei dem Lieferanten nicht. Das ist ein schlechtes Öl, das man nicht verzehren kann. Und warum? Es schmeckt nicht. Und die Werte der freien Fettsäuren und der Peroxide sind zu hoch. Und es riecht auch schon ranzig und alt. Können wir aus diesem miesen Öl trotzdem ein Olivenöl angeblich bester Qualität machen, das die EU-Vorgaben erfüllt? Unser Reporter Jan Boris will es gleich versuchen. Und wir testen, was die EU-Verordnung zulässt. In Berlin hat unser Reporter ein Labor gefunden, das ihm helfen will, aus seinem schlechten Olivenöl ein Olivenöl nativ extra zu machen. Ein Öl bester Qualität. Wollen Sie mal riechen? Klingt aber ranzig. Ranzig und irgendwie nicht so wie das Olivenöl aus der Küche, oder? Ein bisschen Chemie wird schon riechen. Wie in der Industrie bearbeiten wir das raffinierte Öl ganz einfach mit Wasserdampf. Der soll die schlechten Gerüche herausziehen. Das riecht gar nicht mehr. Oder fast nicht mehr. Wo sind denn die ganzen schlechten Geruchstoffe jetzt hin? Tja, dann unsere Fehlaromastoffe sind jetzt in diesem Kolben. Oh ja. Das riecht jetzt wie vorhin das, was in dem Kanister drin war. Mal gucken, ob das ranzige Öl jetzt genießbar ist. Also das schmeckt nach wenig, aber man schmeckt schon ein bisschen Olivenöl. Ja, so diese Bitternote. Schmeckt aber nicht schlecht, oder? Also, das könnte ich mir jetzt vorstellen, in der Küche zu verwenden. In der Küche ja, aber nicht auf dem Salat. Macht nichts. Geschmack lässt sich erfinden. Ganz einfach mit einem günstigen, aber guten Olivenöl aus Griechenland. Sieht so richtig schön nach Olivenöl aus. Und es riecht wirklich fantastisch. Oh. Das ist sensationell, der Geruch. Absolut. Müssen wir das mischen? Ja, wir machen's. Die Industrie mischt nur so viel dazu, wie unbedingt nötig ist. Wir gehen auf Nummer sicher und kippen zu unserem geruchslosen Öl mal zur Hälfte das Topöl dazu. Und das war's. Unseren Ölmix dürften wir jetzt tatsächlich in den Handel bringen. Eigentlich nicht mit der Qualitätsauszeichnung Nativ Extra, nur als normales Olivenöl. Wir probieren es trotzdem mal und wollen Verbraucher und Profitester auf die Probe stellen. Doch erstmal braucht unsere Flasche ein Etikett. Irgendwie hat man fast bei allen Ölen im Supermarkt den Eindruck, sie kommen aus Italien. Komisch. 448.000 Tonnen Olivenöl werden in Italien produziert. Die Italiener verbrauchen aber selbst schon 638.000 Tonnen. Dazu exportieren sie noch 215.000 Tonnen. Wie geht das auf? Ganz einfach. Ganz viel Öl kommt gar nicht aus Italien. Auch unseres nicht. Trotzdem wollen wir den Eindruck erwecken. Es wäre so. Wie schön mediterran, Mittelmeer-Feeling, Italien, whatever. Wir designen ein Etikett mit italienischer Landschaft. Dazu noch ein italienischer Name. Mancetti, sehr schön. Tradition und die Familie. Frei erfunden, aber erlaubt. Und es muss drauf, weil es ja eine Mischung ist, Mischung von Olivenölen aus der Europäischen Union. Mhm. Das ist auch wichtig. Schon, im Kleingedruckten reicht's aber. Mit dem Etikett sieht unser gepanschtes Öl nun richtig schön italienisch aus. Dabei steckt keine einzige Olive aus Italien drin. Jetzt zum ersten Geschmackstest. Wir wollen wissen, wie unser Öl bei potenziellen Kunden ankommt. Werden Sie merken, dass kein extra natives Öl in der Flasche ist? Wir bitten zur Geschmacksprobe. Es ist kalt gepresst, oder? Ja. Und schmeckt? Ja, schmeckt ja. Gut. Ist gut. Ist mild. Nicht bitter. Und fruchtig. Und? Was würden Sie dafür zahlen?
9 Euro. 9 Euro? Ja. Vielleicht 15 Euro. Wow, so viel? Ja, das ist es wert. Für ein gutes Olivenöl ist es wert. Für ein gutes schon. Verrate ich Ihnen jetzt ein Geheimnis, es ist nur die Hälfte extra natives Olivenöl da drin. Okay. Die andere Hälfte ist schlechtes Olivenöl, was im Labor geschmacksneutral gemacht wurde. Man wird eigentlich so ein bisschen, ja, verarscht auf gut Deutsch. Als Laie kennst du keinen Unterschied. So, right? Ja, das ist also schon schockierend, ne? Absolut. Da kann man sehen, wie wenig man sich drauf verlassen kann, ha? Auf seinen eigenen Geschmack. Der schlechte Geschmack wird einfach mit Chemie neutralisiert. Dann ein bisschen Topöl dazu und keiner merkt's. Doch können wir mit unserem Öl auch Geschmacksprofis überlisten? Wir schicken Proben an verschiedene Olivenöl-Panels. Das sind spezielle Olivenöl-Tester, die für die Zertifizierung von extranativen Ölen zugelassen sind. Werden auch Sie auf unser Öl hereinfallen? Zu sein. Der Experte will unser Öl probieren. Also fruchtig riecht er. Also subjektiv. Und scheint etwas irritiert. Also der Geruch ist besser als der Geschmack, finde ich. Ich bin da ein bisschen überrascht. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt all den Anforderungen entspricht. Aber ich kann auch nicht sagen, dass es das nicht macht. Ich kann Ihnen sagen, was wir gemacht haben. Wir sind mit schlechtem Lampantöl aus Spanien in einem. Wir klären ihn über den Flascheninhalt auf. Schlechtes Lampantöl, das wir im Labor geruchsneutral gemacht und mit gutem Olivenöl aufgepeppt haben. Das gibt im Augenblick die Gesetzgebung her. Doch warum kann man die Trickserei nicht stoppen? Wir haben hier in der EU Forschungsprojekte laufen, die genau auf diesen Punkt abzielen. Nämlich eine bessere Kontrolle, eine bessere chemische Analyse so hinzubekommen, dass wir tatsächlich unterscheiden können, wie stark sind die Mischungsgrade zwischen raffiniertem oder Lampanteöl und dem Extra Virgin, die wir hier im Prinzip ja drin haben in der Flasche. Doch dagegen wehren sich die Erzeugerländer. Und so haben Qualitätsschwindler weiterhin leichtes Spiel. Wer auf ein gutes Olivenöl Wert legt, dem bleibt nur eins. Ganz genau aufs Etikett schauen. Bei guten Ölen sind Herkunftsland und Erzeuger angegeben. Nur so können Sie der Verbraucherfalle beim Olivenöl entgehen.